Starten wir rein, oder? Ja, ist gut. Also ich muss jetzt eigentlich nicht das Moderieren übernehmen, oder? Eigentlich könnte ich den zu moderieren übernehmen, der in der Ferien ist. Der Raphael Mahler, live zugeschaltet aus... Mykonos. Das erste Mal in meinem Leben in Mykonos. Ich dachte, ich muss die Hotspot-Insel auch noch einmal sehen, genau. Und du hast natürlich überlegt, du gehst während der Saison, weil in der Off-Season sind alle Hockeyspieler dort und du willst natürlich nicht so einem noch über den Weg laufen, genau, in irgendeiner Bar. Ich trenne strikt mein berufliches und mein Arbeitsleben. Nein, ist purer Zufall. Aber ich habe euch vorhin noch zugelassen und jetzt wirklich für alle, die jetzt den Podcast hören, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, jetzt ist in der Schweiz Abend um 11 Uhr, der Lars hat die Hockey-Sendung moderiert. Der Hagi hat bis vor kurzem noch Rapid Davos kommentiert. Ich hocke da in Mykonos in der Ferien und wir haben einen riesen Gast heute, der extra noch 15 Minuten auf uns gewartet hat, weil wir kurz eine Überzeit haben müssen machen. Oder ihr besser gesagt. Ja, und das war unfähig, sie jetzt zu Rapid rechtzeitig fertig zu machen. Also um die Zeit gibt man Rechnung. Ja, um die Zeit Podcast aufnehmen und nachher so eine Sendung und so, das machen wir nicht für alle. Aber für die Person, die wir jetzt bei uns zu Gast haben, haben wir wirklich alles in den Weg geleitet, dass das klappt. Weil es ist definitiv etwas Spezielles, dass er sich Zeit nimmt heute für uns und mit uns darüber redet, was bei ihm in der letzten Woche so abgegangen ist. Darum spannen wir euch nicht mehr lange auf die Folter, würde ich sagen, pack off! Und das ist das 1:0, Wahnsinnsmöglichkeit hier. Und dann gehen wir direkt rein und begrüßen recht herzlich live zugeschaltet aus Toronto, Dennis Malgin. Guten Abend. Merci, guten Abend bei euch. Hoi Dennis, Dennis. Erzähl, ja. Wie geht's dir? Wie geht's? Mir geht's gut. Du, ja, wie du vorher gesagt hast, turbulente Wochen vor mir gehabt, mit dem Training Camp und alles. Nicht einfach gewesen, aber... Jetzt der Saisonstart gehabt, so das zweite Spiel gestern und zum Glück können wir gewinnen natürlich. Das erste ist nicht nach dem Wunsch gegangen, aber du hast Hockey, oder? Lange Saison da. Ja, vor allem in der NHL. Ja, genau. Mit über 80 Spielen, jetzt erst gerade reingestartet. Nimm uns noch mal schnell mit und wir müssen dann noch weiter vorne anfangen wahrscheinlich, wie es zu dem jetzt wieder gekommen ist, zu dem Schritt auch. Aber wo du übrig gegangen bist, die Gedanken im Flugzeug, hast du dir vieles überlegt oder bist du jetzt einfach mal übrig gegangen und jetzt machen wir mal das Trainingscamp und jetzt schauen wir mal, wie das so ein bisschen läuft? Du, ich meine, die NHL ist ja die beste Liga der Welt, oder? Und sicher jeder Spieler hat den Traum, eben da spielen, sich da weiterentwickeln, ja, und so weiter. Und mein Ziel war immer wieder zurückgekommen. Also, als ich in die Schweiz kam, habe ich halt viel gespielt, mich weiterentwickelt in anderen Situationen und das Ziel war wieder überkommen. Natürlich war das Risiko da, dass ich es vielleicht nie mehr wieder schaffe, oder? Das kann sie auch sein, aber ich habe hart gearbeitet und die Chance wieder da gewesen. Und dann habe ich sie lange überlegt, was ich machen soll, ob ich soll gehen oder nicht. Und dann habe ich sie unterschrieben und bin aufs Abenteuer gegangen, ohne zu viel überlegen. Eben einfach gesagt, du, jetzt kann ich mal rüber und mache das Training Camp, schauen, wie es läuft. Und nicht in dem Sinne, lasse mich überlassen, aber sicher der Wille kann als Team schaffen, aber ich habe mir nicht zu viel Gedanken gemacht. Es war also ein Bauchentscheid gewesen, wirklich eigentlich, im Endeffekt. Ja, nicht ein Bauch, aber es hat viele Faktoren, oder? Mitgespielt, ob ich soll nochmal gehen oder soll ich nochmal eine Saison in der Schweiz bleiben, nochmal dominieren, probieren, noch besser werden oder soll ich eben jetzt unterschreiben und einfach gehen und so probieren weitermachen, wie ich in der Schweiz gespielt habe. Aber das ist ja eigentlich eine Entscheidung, Hagi, zwischen will ich weiter in der, eigentlich dominieren in der National League, also Starspieler sein in dieser Liga, für mich eigentlich. Bist du der MVP von der letzten Saison, zumindest sicher von den Playoffs, was dann glaube ich aber ein anderer geworden ist. Aber oder Hagi, das ist ja schon das, was wir glaube auch mal diskutiert haben. Soll er den Schritt jetzt wagen? Weil dann ist er wieder einer von sehr vielen und muss sich extrem wieder beweisen, oder? Was man jetzt auch gesehen hat in dem Trainingscamp. Hagi, wenn du das vielleicht mal kurz einschätzen willst. Ja,
Ich sollte das jetzt machen. Da. Ja. Hier bekommen. Nein, wir haben im letzten Frühling, ich weiss noch, wir haben auch nach der Saison darüber diskutiert, welche Spieler, also Schweizer Spieler, könnten eine Chance haben, vielleicht in eine Stelle reinzukommen. Wo wir nicht selber rühmen, aber gesagt haben, Dennis Margi, dann würde ich es zutrauen, absolut. Also, wir könnten übergehen, die Chance wird bekommen. Aber es ist schon so, man, ist ja oft, das ist, verstehe ich auch, du bist in der Schweiz, du bist ein Starspieler, es ist auch viel von dir abhängig, es wird viel auf dich geschaut, oder du gehst über und musst einfach mit einer kleineren Rolle anfangen. Hast keine Gewissheit. Und jetzt auch für dich, Dennis, du kannst ja nicht nur entscheiden, in welches Team gehen, oder? Wenn die rechts bei Toronto waren, du unterschreibst schlussendlich dort, du siehst schon, was für Spieler drin sind. Inwiefern haben auch das deine Gedanken vielleicht noch ein bisschen beschäftigt. Es war schon viel nur draußen, oh, Toronto hat schon ein starkes Team, jetzt Dennis Malagin nicht hin, bist ja logischerweise kein Viertlinienspieler. Ja, auch diese Chance, was hat das vielleicht noch dein Prozess beim Übergehen von einer Rolle gespielt? Genau, wie du es erwähnst, die Organisation ist sicher eine von den grösseren, oder? Mit vielen, vielen Spielern, mit jedem Jahr unterschrieben natürlich viele Spieler, oder? Für den Minimumlohn, und dann hast du halt die Konkurrenz, aber wie du es gesagt hast, das war meine einzige Chance, zum zurück in den NHL zu kommen. Also zumindest jetzt, zu dieser Zeit, ausser ich hätte noch 2 Jahre gewartet, aber das ist ja wieder ein Risiko, oder? Was in 2 Jahren passiert. Und du aber eben, ich habe mich entschieden und bin mit dem Gefühl einfach übergegangen. Ich weiß viel überlegt habe ich nicht so. Ja. Wo wir über das diskutiert haben, das war nach der WM dort, oder? Mhm. Nach dieser super Saison, eine riesen WM noch angelegt. Und trotzdem glaube ich, die meisten hätten gedacht, nein, er geht wahrscheinlich nicht über, weil eben, es sind so viele Faktoren spielen eine Rolle, aber man hat dich auch dann gekannt, du hast ein Jahr dort schon gespielt, man weiss, was du für ein Typ bist, aber der NHL mit diesen 1000 Scouts eben. Und ich glaube, die meisten Experten haben gesagt, nein, komm, er bleibt wahrscheinlich einfach in der Schweiz. Darum ist es irgendwie trotzdem überraschend gekommen, glaube ich, für viele, die es geheißen haben, er geht über nach Toronto in das absolute Star-Team, das muss man jetzt einfach auch nochmal sagen, und nimmt dort seine Chancen. Und die grosse, eben, jetzt vor allem, dass du noch ein Team rein schaffst, und das ist jetzt so, kann man sagen, geschafft nach dem ganzen Trainingscamp. Bis jetzt, ja, klar, eben, du musst immer bestätigen, das ist richtig, das Problem. Aber nochmal in dieser Phase, es ist ja, ich weiss, sorry, jetzt nicht alle Transfers im Kopf, oder weil sie noch geholt haben, du bist in dem Camping, du musst beweisen, was hat da so für eine Rolle zwischen ihnen gespielt, wie du hörst, hey, jetzt ist der vielleicht wieder gekommen, oder eben, jetzt ist der beim Cut rausgefallen, oder? Also, wie hast du es erlebt? Ich muss mir das vorstellen, die Wochen Ungewissheit, bis du wirklich weißt, ja, jetzt bin ich drin. Ja, ganz ehrlich, ich sage mir, das zweite Mal, als ich jetzt übergegangen bin, ist es ein bisschen einfacher gewesen. Also die Erfahrung hatte ich ja schon von Florida vorher. Da war ich ja 19, als ich übergegangen bin, nach 20. Und das ist ein bisschen nervöser gewesen damals. Eben, wer sie unterschreibt, wer sie da, was abläuft. Und das Mal bin ich viel ruhiger reingekommen natürlich. Und ich habe gewusst, Konkurrenz ist da natürlich, viele Spieler. Aber gecuttet haben sie nicht so wie damals in Florida. Jeden Day off schreiben sie dann, du musst reinkommen, ja, danke schön. Bis bald oder eben. Oder du wirst daher gesendet. Da war es so, dass sie an 2 Tage gewartet haben, in der Mitte vom Camp und dann eigentlich ganz am Schluss fast. Und ja, das ist. Ich habe halt gehofft, dass sie nicht gewartet werden. Und ich glaube auch, sagen wir ja, jeder Spieler probiert zu beweisen, dass sie da hingehören. Aber sicher, dass ich das zweite Mal jetzt übergekommen bin, dass ich ein bisschen ruhiger war, das hat sicher mega geholfen. Eben. Also, dass ich nicht so nervös war. Ich habe es ein bisschen mitverfolgt. Ich glaube, einer so ein Konkurrent ist, glaube ich, sicher der Robertson gewesen, oder? Korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Aber auch ein Flügelstürmer, ein Junge, der es jetzt aber in der AHL platziert hat. Und vielleicht ist es dann auch ein bisschen zwischen euch zwei dann irgendwann nochmal noch drauf angekommen. Inwiefern merkt man das während man so einem Trainingscamp plus nachher in diesen Testspielen, dass man sagt, ah gut, das ist wahrscheinlich mein Gegner sozusagen. Da muss ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr geben als der. Weil der hat eben auch gute Preseason gehabt, was ich so mitgekriegt habe. Er hat auch sehr gut gespielt. Er ist auch ein junger, sehr guter Spieler natürlich. Wir haben zusammen in der Linie gespielt in der Preseason. Und logisch ist die Konkurrenz oder zwischen sich, aber du redest ja gleich mit ihm und machst ein paar Witzlis und so. Und ab und zu. Es ist schwierig, so erklären. Das ist nicht so, dass ich ihn hasse oder er mich hasst oder so. Oder? Das ist ja nicht. Das ist einfach, du spielst einfach dein Spiel, er spielt sein Spiel und
schlussendlich kommt es ja gar nicht mehr vom Spielen drauf an. Also schlussendlich kannst du fast gar nicht mehr beeinflussen. Mhm. Und dann, ja. So ist eben das. So ist eben das Business, ja. Oder? Und nachher macht sich eine Organisation natürlich auch Gedanken, gut, wenn wir jetzt den Dennis Malgin nicht nehmen und in die AHL schicken, dann ist der vielleicht schneller wieder weg, nämlich in der Schweiz, was beim Robertson jetzt beispielsweise vielleicht nicht so der Fall ist. Und je nachdem geht es dann teilweise aber gleich schnell mit Verletzungen, das ist ja immer so eine Sache, so wie es läuft, ja. Was hast du für Feedback von der Organisation bekommen? Oder? Du hast jetzt auch Rolls, bist in der zweiten Linie, glaube ich, Center, genau. Jetzt in den ersten zwei Spielen. Das ist auch nicht ohne. Also eben dem Team, so in die zweite Linie darfst, das ist auch schon mal quasi ein Adlig, sage ich mal. Sie glauben an dich, sie merken, da kommt etwas. Mit Tavares und Nylander. He? Genau, ja. Also genau. Was ist bis jetzt vielleicht da nach dem Trainingscamp aufzusehen also für Feedbacks reinkommen? Oder eben, also vielleicht ein bisschen sicher. Also Sicherheit hast du eh nie, das kann. Geht schnell, aber trotzdem. Ja, eben das Feedback war, dass ich ein gutes Lager natürlich gemacht habe und meine Qualität gezeigt habe. Und dann haben sie gesagt, tun wir dich mal in die Linie, damit halt, ja, die Chance bekommst, damit du das Spiel kannst weiterspielen und halt eigentlich gleich weiterspielen sollte. Natürlich wird es jetzt noch schwieriger, halt, ist Regular Season, nicht mehr Pre-Season. Und, ich habe gesagt, deine Rolle ist halt, ja, die Scheibe für die anderen holen, halt ein bisschen mehr, ja, mehr rennen und halt den Job machen, oder? Und ich akzeptiere sie. Ich freue mich auf jedes Spiel, das ich spielen kann. Und, ja, und drauf wärst du auch schon. Und ist eben nicht so, auch nicht so ein schlechter Job mit dem Tavares und mit anderen in einer Linie zu spielen. Natürlich, nein, das sind mega gute Spieler, natürlich. Das ist unglaublich, ja. Aber man muss sich vorstellen, du bist jetzt mal mit dem Team inne, du hast aber nie 100%ig weitergegangen. Gibt es so einen Horizont, das heisst, schau jetzt mal, jetzt bist du fix im Kader drin, oder jetzt ist einfach mal noch eine gewisse Anzahl Spiel, wo es noch passieren könnte, das heisst, bist du mal healthy scratch oder sogar noch AHL oder so, oder gibt es da schon so etwas in die Richtung? Day by day. Day by day. Day by day. Nein, ich glaube, Sicherheit gibt es glaube nicht so, oder, bei uns. Ich meine, du kannst jederzeit etwas passieren, entweder ein Trade oder du wirst auf Waiver gesetzt oder was auch immer. Das ist, glaube ich, bei vielen Spielern so. Day by day und die Leistung einfach bringen oder im Spiel probieren, jeden Tag. Wie erlebst du so? Ja, sag noch. Nur eben, der Lars hat noch das Goal angesprochen, das du im ersten Match gemacht hast. Du hast in der Vorbereitung schon getroffen. Das stelle ich mir vor, ist schon auch noch klar. Sieg von der Mannschaft sind wichtig und, aber gerade für das persönliche Selbstvertrauen und für den Glauben an sich selber, oder? Ist das wahrscheinlich schon noch entscheidend, wenn man gerade früh mal trifft und das Gefühl holt? Ja, das ist natürlich mega schön. Eben. Ich glaube, bei jedem Treffer gibt es sicher mehr Selbstbewusstsein und du fühlst dich eben besser. Aber natürlich, wie du gesagt hast, gerade im ersten Spiel Punkte ist sicher mega, mega schön gewesen. Wie erlebst du die ganze Organisation? Weil die Maple Leafs sind auch bekannt für eine sehr aktive Fanszene. Medien, die, ich glaube, alles auseinandernehmen. Und nur schon, dass wir jetzt die Audienz kriegen, mit dir zu reden. Das wird viele wahrscheinlich fuchsen in Toronto, wo jetzt vielleicht nicht das Interview machen können mit dir und so lange reden können mit dir. Wie erlebst du so Fans und verfolgst auch so ein bisschen Social Media? Weil, wenn man auf Twitter schaut und nur mal irgendwie mal hineingeht, dann kommt da einiges und dann kommt da Diverses. Verfolgst du das überhaupt oder interessiert dich das nicht? Ja, die Medien sind mega gross da natürlich nach dem Training oder so, das ist eine andere Welt, aber ich habe kein Twitter, ich habe kein Twitter zum Glück. Ich verfolge es nicht so, ich probiere es nicht so zu verfolgen. Ich meine schlussendlich, was die anderen über dich denken, ist, du sollst es halt oder denken oder was sie schreiben und so. Und das ist ja, jeder hat seine eigene Meinung oder zu dieser Person und mich interessiert es nicht so. Ich habe kein Twitter, ich habe Instagram natürlich, Facebook oder was auch immer und bei dem bleibe ich. Aber so spezifisch lesen, was über mich steht, über was über das Team steht oder so, das
Das mache ich nicht. Das ist, glaub, das wird auch zu viel, oder? Ja, nein, definitiv. Da machst du nur selber verrückt auch. Also das bringt es selber dann nachher auch nicht. Jetzt in Toronto, bist du jetzt momentan, wohnst du noch Hotel? Oder wie sieht das eigentlich aus? Also, von der Stadt kannst du ja meistens nicht viel sehen, wo du meistens am Spielen bist. Obwohl es eine geile Stadt grundsätzlich ist. Aber wie musst du dir vorstellen? Oder morgen wieder einen Auswärtstrip oder ein Heimspiel? Das haben sie gar nicht gesehen. Heimspiel. Okay, ja. Ja. Und das ist immer der Knackbruch, wenn sie da sagen, hey, jetzt kannst du eine Wohnung suchen. Dann heisst es immer, okay, jetzt kann ich längerfristig planen. Nein, das heisst auch nicht. Das heisst auch nicht. Nein, ich war jetzt im Hotel, seit ich da gekommen bin. Ich glaube, wann bin ich da gekommen? Im September. Ich weiß gar nicht mehr. Anfang September bin ich da. Anfang, ja. Genau, und dann bin ich da ins Hotel. Bin ich eigentlich die ganze Zeit im Hotel gewesen und jetzt am Sonntag kann ich endlich in die Wohnung ziehen. Ich freue mich mega, dass ich aus dem Hotel bin und ja, das wird auch spannend. Die Wohnung da und die Stadt gefällt uns mega. Wir haben es ja schon mal ein bisschen erlebt vor dem Covid, wo ich da angetradet worden bin. Es ist eine mega coole Stadt, so viel zu tun, es hat einen See, es ist eine verrückte Stadt, eine sehr internationale Stadt. Aber du hast gerade gesagt, du bist nicht allein. Deine Frau auch mit dabei. Inwiefern war dort auch noch so ein bisschen eine Diskussion gewesen, im Sinne von, wagen wir es noch mal? Weil es ist ja nicht nur deine Entscheidung, übrig zu gehen. Wie hat genau, natürlich hätten wir können in der Schweiz bleiben und alles wäre bequem. Oder? Du hast im Vertrag, du spielst viel und alles. Aber ich glaube, wir beide sind ehrgeizig. Und wir haben gesagt, wir machen es noch mal. Ja. Egal was passiert, wir gehen mal über und geben alles. Wir sind erst 25, so. Ja, noch jung, oder? Definitiv. Ja, aber so, du musst ja die Chance packen, wenn es nicht geht an dem Alter, oder? Also, ja, jetzt bist du diesbezüglich schon im besten Alter und eben, du hast so gesagt, wenn du mal 2 Jahre gewartet hättest, was wäre denn gekommen? Genau. Oder du hast auch die Altersfrage sicher auch entsprechend gekommen. Sicher eine Überlegung. Aber trotzdem, wenn du Lars schon gesagt hast, wenn du noch weiter zurückschaust, du zurück in die Schweiz gekommen bist, den Weg gegangen bist, jetzt über den ZSC und so weiter. Der Plan war auch immer irgendwie im Hinterkopf für gewesen, oder? Dass zurückkommen. Wie fest kann man das selber auch steuern? Oder wie fest hast du vielleicht sogar letzte Saison probiert, irgendwie auf ein anderes Level zu bringen, damit auch wieder heisst, zu Amerika, hey, wir wollen dich wieder bei uns sehen? Oder was hast du vor allem auch nicht daran geschafft, logischerweise? Oder was besser ist im Vergleich? Oh, du merkst, hey, da bin ich viel besser als dann im letzten Mal in Amerika gewesen. Ja, der Faktor war halt, ja, dass ich nicht so viel gespielt habe, oder? In der NHL, was bin ich? Mit 22 oder 23. Und das war halt schon der Faktor. Ich muss spielen, glaube ich, muss mich wieder entwickeln, eben wieder halt dass die Hockey-Freude bekommen. Also nicht, dass ich keine Freude hatte in der NHL spielen, aber die Freude halt am Hockey-Spiel eben. Viel spielen, Goal schiessen, ja, die haben Spass halt. Und dann ist halt die Option dort, wo die Saison da nicht gerade angefangen hat. Und viele haben ja in der Schweiz angefangen dort, und ich habe bei Lausanne angefangen. Und ja, es hat mir mega gefallen dort. Ich habe viel gespielt, ich konnte eine gute Rolle nehmen, ich habe einen guten Trainer gehabt, die Organisation war gut gewesen, ja, mit dem Peter Svoboda, und sie haben mir viel Vertrauen gegeben. Und ich habe gut gestartet und wieder das Gefühl, halt, die Spass bekommen, die Freude am Hockey. Dass eben, schau, das ist eigentlich das Hockey, wie ich aufgewachsen bin, wie ich eigentlich gespielt habe. Eben, die Pässe machen, die Goal schiessen. Und dann war halt die Entscheidung, dass ich jetzt auch in der Spitze bleibe und nicht nach der Runde übergegangen und so die Saison beenden. Und ich finde, dort habe ich sicher schon einen mega Schritt gemacht und das Vertrauen von Lausanne bekommen, vom Management und vom ganzen Club. Und dann war wieder die Frage im Sommer, was. Soll ich jetzt übergehen oder soll ich nochmal in der Schweiz bleiben? Und das ist wieder, habe ich so lange überlegt, mir den Kopf kaputt gemacht, was ich machen soll. Und dann habe ich mir entschieden, nein, du jetzt unterschreibe ich mal langfristig in der Schweiz und schaue, was passiert. Und ich glaube auch mit der Sicherheit, dass du einen Vertrag hast, wo länger geht, halt nur als 1 Jahr oder 2. Du bist, glaube ich, ein bisschen lockerer drauf und du kennst die Liga schon, du weißt, dass der ganze Club eigentlich. Dir das Vertrauen gibt und ja, das macht, ich glaube, schon ein bisschen automatisch ein bisschen besser, also wenn du das Vertrauen hast und dann spielst du, glaube ich, schon wieder anders und halt, ja, ich habe viel an mir gearbeitet,
neben mir super mies, viel trainiert und so bin ich, glaube ich, ein bisschen gewachsen, ein bisschen besser, ja, besser geworden. Und was man ja auch reinnehmen muss in so einer Entscheidung, auch immer mit 25, vielleicht, ja, nicht in erster Linie an das halt denkt, aber es ist natürlich das Finanzielle auch. Ich meine, du hast jetzt in der NHL einen Minimumlohn unterschrieben und da in Zürich hättest du wahrscheinlich, bin mir jetzt nicht sicher, was du für einen Vertrag unterschrieben kann, hast, aber wahrscheinlich okay, noch mehr. Ja, vor allem in den USA ist ja noch mega, oh gut, das ist ja, Kanada, aber Steuern hast noch, gehst noch mega ab. Also dein Lohn jetzt genau. In Toronto kann man ja nachschauen, das sind glaube ich 750'000, das bin ich vorher noch rasch. Also Geld machen gehst du jetzt nicht gerade aktuell auf Toronto. nein, für das bin ich nicht da rübergekommen, um Geld zu machen. Wenn es gut läuft, dann vielleicht schon noch natürlich, aber du musst ein Jahr nicht warten natürlich. Apropos Geld machen. Austin Matthews, wie hat er die aufgenommen? Es hat so eine Szene noch gegeben, dort, ich glaube beim einen Vorbereitungsspiel, wo du die Riesenkiste machst, wo du alle durchgehst, wo er nachher, glaub, ich weiß nicht, ob es nach dem Spiel war, aber so, man hat es gemerkt, wie er so richtig Freude hat für dich und vielleicht noch irgendeinen Spruch gemacht hat. Ein Video, das auf Twitter war übrigens. wie hat er die aufgenommen? Hat er ein bisschen mitverfolgt, wie du bei der ZSC 1 performt hast zuletzt? Interessiert mich das überhaupt, oder? Wir haben es ja gut zusammen, als wir da war damals. Ja. Wir sind 17, wir haben viel zusammen Sachen unternommen, weil wir halt im gleichen Alter waren. Wir haben es mega gut miteinander. Und, er hat mich gut aufgenommen. Er hat mich wert verfolgt, dass ich der Topscorer war in diesen zwei Jahren. Er hat gesagt, wo ist die Topscorer hin? Wieso nimmst du denn mit? Und so. halt so ein Witzlis gemacht. Ja. Nein, er hat ein bisschen verfolgt natürlich. Und, fragt immer noch ein paar Sachen, wie es in Zürich jetzt ist oder wo der Spieler ist und ja. Nein, er hat mich gut aufgenommen. Ja, ich stelle mir das eben schon klasse vor, wenn du jetzt mit diesen Spielern, du hast es vorher angesprochen, die Top-Spieler, die Toronto hat, Mitch Marner eben auch noch in der ersten Linie, deine John Tavares, wo Zentrum ist für die zweite Linie, Nylander und so weiter, also ich stelle mir das wirklich speziell vor und die Chance, wenn du die Chance kriegst und nutzen kannst und so in die Saison starten kannst, sensationell und auch für uns Schweizer, die wir es verfolgen in der NHL, wieder ein Schweizer, der es geschafft hat und wo wir Highlights schauen können. Ich tue nur mal kurz auf dem Geldthema umreiten, sorry. Aber ich bin gerade auf der Seite. Seid der, der in Mykonos in der Serie ist. Sicher nicht zu wenig Geld. Genau, nein, aber ist schon krass. Nachher gehst du da die Liste durch und siehst eben John Tavares 11 Millionen pro Jahr, Nylander 7 Millionen. Nachher ist der Malgin noch in der Linie bei den 750. Nein, sorry, es ist einfach so, es ist ein bisschen völlig surreal. Also, ja, keine Ahnung. Ja, eben, ich glaube, du musst zuerst beweisen, oder, dass du einen Vertrag bekommst. Sie haben sich ja beweisen, sie sind der Top-Spieler. Und, absolut. Für das wirst du ja gezahlt, oder? Und dann haben sie ja noch den Cap-Hit von, was ist das Jahr, 82 Millionen oder so? Ich weiß gar nicht. Ist glaube ich ein bisschen hoch, ja. Dann braucht es ja schon Spieler wie mich, die günstig sind. Die nachher einschlägen. Ja. Günstig und gut, ja. Aber das ist schon manchmal ein Faktor, dass es gemeint, das war es mal irgendwie mit Christoph Bertschi damals oder mit Sven Bertschi sogar der Fock. Wenn du je nachdem einfach sozusagen zu viel kostest, dann bist du auch nachher einfach plötzlich überzählt, du bist im Anhält-Team, weil einfach der Salary Cap musst einhalten. Und das kann für dich sicher durchaus jetzt der Vorteil sein, oder? Wenn du jetzt, so wie jetzt gut spielst, bist günstig. Für dich genau. Nicht so cool, aber für sie, fürs Team natürlich eigentlich ist es optimal eigentlich, oder? Also, du bist ein Lotto 6 genau, in Toronto, je nachdem, ja. Lotto 6, das weiß ich nicht, ob ich ein Lotto 6 bin. Aber das stimmt, was du sagst. Es kommt ja auch viel über das Business drauf an, wie viele Spieler kosten. Sie müssen eben in dem Cap-Space bleiben. Und manchmal hat vielleicht sicher so ein Spieler, der ein bisschen weniger verdient, einen Vorteil, dass er halt nicht so viel kostet und sie können ihn brauchen, und, weil er halt das Budget nicht überbelastet. Wie sieht jetzt dein Alltag aus? Jetzt ist heute spielfrei. Bist du im Hotelzimmer? Was machst du zum Zeit überbrücken, bis es weitergeht? Wir haben ein bisschen ausgeschlafen. Und dann. Unser Hund ist auch dabei. Mit einem Ballon, einen kleinen. Ja. Sind wir ein bisschen laufen zusammen, ein bisschen ja, die Zeit miteinander genossen. Und, aber halt die Sachen, die gehen so schnell vorbei, leider. Ja. Das ist,
Wie viel gibt es von denen überhaupt? Also normalerweise ist das so ein Trainingsdenk, ausser wenn jetzt mal ausnahmsweise eine Woche dann von so einem Day Off hast. Wie muss ich das ein vorstellen, so eine normale Woche? Hast du überhaupt immer einen Tag gesichert, Day Off pro Woche? Das weiss ich glaube gar nicht, aber ich meine, wenn du jetzt Back-to-Back hast, dann hoffe ich, dass es dir einen Day Off gibt. Also, ich hoffe es für den Körper. Ich meine, du hast so viel Spiel, morgen ist wieder Spiel, Sonntag ist glaube ich Training, Montag ist wieder Spiel. So, ich glaube, der Körper muss sich erholen, sonst magst du nicht, wir sind kein Roboter, so schlussendlich. Ja, darum wollen wir dich glaube auch nicht lange aufhalten. Eine Frage noch schnell. Am nächsten Dienstag ist noch etwas Spezielles in Zürich. Du weißt was. Wie sehr freut es dich für ZSC Lions, dass sie ein neues Stadion haben und dass am Dienstag so richtig eingeweiht wird? Mega natürlich. Du, aber ich, das Hallenstadion habe ich eigentlich auch nicht schlecht gefunden. Ich habe mich auch mega wohl gefühlt. Also mega wohl gefühlt im Hallenstadion. Aber natürlich der Tempel, den sie jetzt gebaut haben. Ich persönlich bin noch nie da gewesen. Ich habe noch nie das alles gesehen. Aber die Vorfreude ist riesig. Mit dem, was ich nicht schreibe, sie freut sich mega. Und ich glaube, das wird hoffentlich ein riesen Heimvorteil sein, hoffentlich für ZSC. Und ich hoffe, dass viele Leute kommen und alle freuen sich mega. Und ich glaube, ihr könnt ja sicher auch. Sind ihr alle dabei? Oder ich weiß nicht, wer dort dabei ist. Also, ich bin dabei. Und ich habe schon gesehen. Ich darf auf Los angehen, aber ist auch gut. Und man kann schon sagen. Das ist auch gut. Also, man kann schon sagen, der Videowürfel, der ist schon ziemlich NHL-mäßig. Also, rechts Teil, der dort oben hängt. Also, ist er so gross, ja? Der ist wirklich riesig. Ich habe ein Foto gemacht, wo ein Mensch nebendran steht, wo sie nach oben gefahren haben. Und dann wird die Dimension so richtig bewusst. Also, wird auch für das ganze Schweizer Eishockey eine riesige Sache sein. Endlich ein neues Stadion in Zürich, freuen wir uns sehr. Ja, und wir freuen uns glaube auch sehr, dich weiter zu verfolgen in der NHL. Wir hoffen natürlich, also, dass du nicht so schnell das Stadion kannst sehen in Zürich, weil das würde bedeuten, dass du sehr lange in der NHL bleibst. Also, das hoffe ich, ja. Und vor allem, dass es dann auch in den Playoffs einmal länger geht für die Leafs. Aber das sprechen wir jetzt nicht auch noch. Nein, lieber nicht. Merci vielmals, Dennis. Grosse Ehre für uns. Danke vielmals. Danke vielmals, hast uns nicht vergessen in der Schweiz und hast dir kurz Zeit genommen. Wir werden es weiterverfolgen und die Highlights jeden Morgen anschauen, wenn Dennis Malkin gespielt hat für Toronto Maple Leafs. Merci vielmals, mach's merci gut. Merci danke, Dennis. Mach es gut, Dennis, gute Nacht noch. Ja, danke. Danke. Schön oben. Ciao, Dennis. Back off. Und das ist das 1:0 Wahnsinnsmöglichkeit hier.